Hi Roller, Felix hat sich das Video angesehen und Hit the Like-Button gemacht und herausgehört, dass das Pantheon ein Casino in Avalon erwähnt. Ich glaube, es ist an der Zeit, meine Poker-Fähigkeiten aufzufrischen. Ich kann kein Poker, ich bin total Poker-faceless. Wie sich herausstellt, bezieht sich B24 auf ein Schließfach im Archiv vom Casino Lutazzi. Das ist immerhin schon mal etwas, was wir wissen. Was die Überweisung betrifft, die erwähnt wird, ich nehme an, dass Pantheon ihre Forschung mit gewaschenem Geld vom Casino finanziert. Nett. Was auch immer im Schließfach ist, ich wette, es führt uns direkt zu Gusev. Das ist die Hoffnung. Wir sprengen also ihren Tresor, aber wir haben es nicht auf Geld abgesehen. Nur im was Inneren nicht? Des Tresors kann ich die Sicherheit des Archivs überbrücken. Und während sich die Lutazis mit unserem Einbruch befassen, dringt Case ins Archiv ein und sucht das Schließfach. In die Nähe dieses Raums wird hart. Nicht, wenn der Sicherheitsdienst des Casinos Case direkt in den Flügel mit dem Archiv führt. Ja. Wo wir gewöhnlich Personen von Interesse verhören. Case lässt sich absichtlich gefangen nehmen? Schon wieder! Es ist gefährlich. Und wir können das nur zusammen durchziehen. Angefangen mit mir am Highroller-Tisch. Dazu gewinnen, setzt unseren Plan in Bewegung. Wir werden bereit sein. Wie oft muss ich mich denn jetzt eigentlich... Finden wir heraus, was das Pantheon im Casino versteckt. Fragt mich jemand, ob ich damit einverstanden bin oder so? Während du halt eben da schön sitze, Dusch, und haust dir halt ihr quasi Casino Royale um die Ohren, muss ich mich hier verhaften und verhören lassen. Ich hab... Bist du bereit? Bei mir ist alles klar. Warte nur auf Case. Und du? Bereit. Ciao, willkommen im Casino Lutazzi. Chips, bitte. Ich habe heute ein echt gutes Gefühl. Sehr gut, Signore. Tragen Sie vielleicht Waffen, die Sie abgeben sollten? Richtig. Keine gute Idee, schlechte Verlierer bewaffnet zu haben. Grazie, viel Spaß. Ja, ja. Geh du, das viel ist Spaß. Was anderes. Mascha, geh zum Schild vor dem ausgestellten Auto. Gleich rechts von der Bar. Unterwegs. Ich bin jetzt die Marshall, Alter. Das Haus gewinnt immer, Seth. Ich war nicht zum Spielen hier. Gildegeschäfte war nicht angenehm. Heute ist das Casino Lutazzi neutraler Boden. Die anderen Avalon-Fraktionen respektieren das. Das war einer der besten, die ich je hatte. Oh, willst du mein Geheimnis wissen? Ja, bitte. Natürlich. Gib etwas Honig hinzu. Was bringt das? Worauf? Es mindert den sauren Geschmack ein wenig. Den Trick kenne ich von einem berühmten Barkeeper. Ein berühmter Barkeeper? Du steigst auf in der Welt, was? Okay, will ich jetzt wissen, was da Phase war? So, wo kam er denn hier ordentlich pokern? Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Ich suche noch den Pokertisch. Das hier ist ein Auto. Ich denke, ich mach Schluss für euch. Ich glaube, ich habe hier was gefunden. Lass mir das mal ganz so kurz hier. Ciao, Signore. Oh, Sie sehen hola. Aus wie jemand, der Luxus und Finesse schätzt. Gracias. Einen Vorteil. Ah, oui, oui? In Bocca al Lupo. Zeit für ein bisschen Poker, Marshall. Du musst diesen High-Roller-Chip gewinnen. Muy caliente. Und in der High-Roller-Lounge ist, was wir als nächstes brauchen. Fremdsprachen kann ich. Und wie geht's deiner Frau? Die Frage mit falschen Tisch. So. Setzen Sie sich. Hä? Ja. Ich überlege doch gerade, wie das geht. Wenn's nichts ausmacht. Es ist keine Schande zu verlieren, Mr. Marshall. Mr. Marshall. Oh, keine Decknamen. Willkommen, Signore. Das Spiel heißt Texas Hold'em. Der Gewinner erhält den High Roller Chip. Oh, das klingt doch gut. Ah, guck mal, da bin ich wieder. Ich bin wieder das Worst-Case-Szenario. Du weißt, worum es geht. Du musst alle drei Verteilerkästen anzapfen, damit ich alles sehe. Mhm. Okay, okay, okay. Ja, wir sind jetzt ein bisschen Sneaky-Mode. Willst du mal aufhören, mich zu entdecken?
Dankeschön. Es ist nichts passiert. Man hat mich nicht entdeckt. Kann ich hier einfach raushupsen? Ah, ja, wunderbar. Easy. Ja gut, für was brauche ich noch die Spionagekamera? Ich habe da jetzt eigentlich alles hier gekillt gefühlt. Aber komm, packen wir sie einfach mal aus. Einmal, zweimal. Da mal einen. Da mal einen, da mal einen. Haben wir hier noch welche? Die möglicherweise hier rumlungern? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch gerade irgendwie egal, ne? Wir haben hier gerade keine Karte am Start. Deswegen weiß ich auch gerade nicht, wo ich hin muss. Hier haben wir einen Talkie-Talkie. Nein, da ist nichts. Ja, und da darf ich nicht hin. Alles klar. Aber oh, guck mal hier. Jetzt sehen wir jetzt eben, wo wir hinwissen. Ist schon mal ziemlich cool. Den haben wir ja schon leer geräumt. Bewegen wir uns dann auch gerade mal dorthin hin. Platsch! Es war eine fette Ratte. Alles gut. Die hat keinen Schalldämpfer drauf. Lass mal. Keine leisen Waffen ausgerüstet oder so. Noch wie ich Shikera Dau mache. So, ne, da ist nichts. Aber da haben wir was. Da haben wir einen Schaltkasten. So, öffnen. Ach, das war's schon. Ich dachte, das wäre jetzt hier voll Attacken und so. Aha. I'm on my way. Du bist auch noch irgendwo in der Räumlehre, oder? Oder habe ich das jetzt so gemeint? Ah, da hinten läuft noch einer rum. Da läuft noch einer rum. Alles cool, man hat mich nicht mitbekommen. Ma bene. Entschuldigung, dass ich das Gespräch so brüde unterbreche, aber ich habe hier so ein Kabel anzuzapfen. Was natürlich, von der Security. Diese Typen machen keine halben Sachen. Ja, das ist wunderschön. Da fängst du halt eben tatsächlich an, da so ein Ding reinzuballern. Aber die Kabel sind mit so einem Gummi umhüllt. Jetzt frage ich mich, how is this possible, dass man, Gesundheit. Tschüss. Und hier. Und gut, das Kabel ist vergummit und ich kann da einfach was dran klippen und das geht durch das Gummi durch. Und da haben wir Tresor und Waffenkammer. Jede Menge Feuerkraft an den Wänden. Die Kameras wären damit erledigt. Zeit da reinzugehen und dich zu stellen, Case. Sie werden dich hinten ins Casino bringen. Ganz in die Nähe des Archivs. That sounds richtig. Da steht Security vor der Tür. Das sollte leicht sein. Das klingt ja richtig beautiful. Ich denke mir nur so gerade, der Letzte hat dann einfach so gemeint, ich habe da was gesehen. Aber, Entschuldigung, Mitarbeiter des Monats werden die alle garen. Gehaltserhöhung auch nicht incoming, ne?
Rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. Hallo, ich bin schuldig. Mach dich bereit. Mami, wo ist meine Mama? Ich gestehe, ich war böse. Au, aui. Sieht wie eine Kanalratte aus. Reden wir. Privat. Oh. Au. Junge. Das wär's. Was ist drin? Ja, ich hab meinen Backenzahn verloren. Zeit für deinen Auftritt. Nein. Gewinn die Partie und du kriegst Zugang zur High Roller Lounge. Mein neuer Freund Ihre ist so großzügig. Er gibt mir all seine Chips. Wo ich herkomme, lehren wir unsere Kinder mit Anstand zu gewinnen. Ich fürchte, du bist nicht mehr in Kansas, Dorothy. Hier spielen die Erwachsenen, aber sowas von. Nicht die Kinder. Nein, nicht die... Der Jeep gehört mir. Ich habe die Kameraübertragung hinter diesem Schmuck. Zeit, das Blatt zu wenden. Wollen wir reden oder Karten spielen? Bett. Cool. Unser furchtloser Amerikaner weiß nicht, wann Schluss sein sollte. halt doch die Schnauze, Sag mal eine Reihe. Bett. Dieses Bubbele. Ich sehe seine Karten nicht. Sorg mal für etwas Unruhe. Zwei Bube. Sicher, dass Sie zwei Karten haben? Sehen Sie die geheime Botschaft auf Ihrer, auf Ihren Karten oder nur ich? Gucken wir mal das hier. Mr. Marshall hat vielleicht Anstand gelernt, aber nicht Arithmetik. Er hat eine Kreuz 9 und 10. Er hat nichts der Höhe. Alles klar. Riss. Solch Zuversicht. Natürlich. Ich hab einen Riecher. Callt er einfach. Soll ich milde sein, Moscherie, hä? Er blufft. Er hat immer noch einen Scheiß. Signore Badu checkt. Erhöhen. Signore Marshall sitzt. Du hast den Schweinepriester. Call. Und nun die letzte Karte. Seine einzige Chance ist... Gott verdammt, der Glückspilz hat einen Strike. All in. Seth, mach dein Ding. Marshall, was auch immer du im Ärmel hast, hol es raus. Ihr Drink, Signore. Sie müssen bestimmt... Oh, herrje. Es tut mir leid, Sir. Geh mal auf Full House, hallo. Lassen Sie mich, ja? Oh Mann. Ich weiß es nicht, ob das richtig ist. Geh mich mit Poker nicht so aus. Gehen Sie weg. Hm? Machen Sie weiter. All in. Gentlemen, Ihre Karten bitte. Full House. Was? Siebenen über Buben. Signore Marshall gewinnt. Oh, meine Güte, da habe ich ja mal eine Glückssträhne gehabt. Gutes Spiel. War ganz okay. Das nächste Mal hätte ich gerne... Woods, ist der Manager dort? Ist er. Hat eine Schlüsselkarte an seinem Arsch baumeln. Das hat noch gefehlt. Wenn ich drin bin und für Ablenkung sorge, nehme ich die Karte und gebe sie Felix. Felix, bist du in Position? Natürlich. Ist dein Bruder noch mit diesem Flittchen zusammen? Sie hat ihn verlassen. Oh mein Gott. Mein Freund ist so eine Art Kunstsammler. Das ist wundervoll, interessiert nur kein Schwein. Kunst. Lass mich rein. Ja? Scusi, Signore, Sie brauchen... Ein davon? Glückwunsch. Kommen Sie rein. Muy caliente! Er ist drin. Marsch, geh nach rechts. Du kannst den Störer... Rechts ist, wo der Daumen links ist. Da. Da. Ich glaube mal nicht, dass das irgendwie auffällig ist, wenn ich das jetzt mache. Felix, du bist gleich dran. Interessiert kein Interessiert einfach kein Mensch, ne? So. Blub, 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 blub. Was ist passiert? Halt, halt! Verlassen Sie den Bereich! Sie können diese Gewinne nicht behalten! Signore, stopp! Signora, bitte! Vielen Dank für Ihre Kooperation! Bitte! Die Maschine ist defekt! Sie können nicht... Stehen bleiben!
Endlich. Hat lang genug gedauert. Was ist denn das Problem? Ernsthaft jetzt? Ah, ja. Hatte das Management gewarnt, dass diese Maschinen... Wie ich schon sagte, das Problem sind nicht die Maschinen. Es braucht einen Server. Dann tu es. Hey Mann, diese Lady braucht einen Eimer für ihre Gewinne. Signore, tut mir oder leid. Oder ein paar dieser Leinsäcke mit den dicken Dollarzeichen drauf. Verstehen Sie. Es gab ein technisches Problem. Wir arbeiten. Geh nach hinten und setz die Spielautomaten zurück, Felix. Warum tue ich mir das hier eigentlich noch an? Zieh mal's durch. Ich weiß nicht, was ich von dieser... Auf dem Weg zum Serverraum. Nach dem Neustart der Maschinen kommt die nächste Phase. Ihr habt gar nichts gemacht, gar nichts. Ich sage euch, ich bin nicht der Kerl. Tiere. Ich hab nichts gesehen. Hey, warum dauert das so lange? Diese Maschinen müssen wieder laufen. Du musst den Server zurücksetzen, Felix. Bin doch schon dran. Alles wieder gut. Grazie. Jetzt die Schlüsselkarte neu programmieren. Dann haben wir Zugriff auf Waffenkammer und Aufzug. Lass mich raten. Er ist es nicht unbedingt derjenige, der... Nur einer oder sind da mehrere? So, was haben wir denn hier? Jetzt machen wir erstmal Schwarzlicht an. Wir haben hier eine 2. Wir haben die 7, die 9 und die 0. 2, 7, 9, 0. 7, 9 und 2 sind aufgedrückt. 2, 7. Perfekt. Bin richtig gut. Ganz schön viel Security. Bleib in den toten Winkeln. Sagst du so leicht, bleib in den toten Winkeln. Ich wette, derselbe Code funktioniert hier auch. Was hatte ich vorher gedrückt gehabt? Da ist ein Lüftungsschacht, den du vielleicht nutzen kannst. L'hai visto anche tu? Ostile, qui! Ah, natürlich hat er mich entdeckt, der Idiot. Ah, du Blätzischner! Warum hast du Augen im Kopf? Hör auf zu gucken! Bitte hör auf, dich zu bewegen! Ja, mach du deine Kontrolle. Gute Nacht gewünscht. Hashtag live. Hast du fertig Cookie gemacht? So, der ist auf jeden Fall jetzt nochmal weg. Was schon mal gut ist. Da haben wir Denner. Dreh dich mal um. Nein, der checkt erstmal seine Waffe. Dreh dich um, du. Dreh dich um. Dich um. Mach Cookie Wecki. Dankeschön. Da jetzt hin. Der dreht sich um und geht weg. Der bewegt sich darum. Ich wette, derselbe Code funktioniert hier auch. 1, 2, 7. Da ist ein Lüftungsschacht, den du vielleicht nutzen kannst. Na bitte, ich wusste, du kannst es noch. Scheiße, wie kann man sich hier nochmal hinlegen? Ah.
da lang muss? Weiß ich nicht. Ich kriege erstmal ein bisschen weiter. Versuch dein Glück. Welche Richtung blickt der? Jetzt guckt er in meine Richtung und bewegt sich auch in meine Richtung. Der wird jetzt gleich da rumlaufen. Mittendrin stehen bleiben. Ich muss hier rein, ne? Sicher ist sicher. Man weiß ja nie bei solchen Leuten. Der benötigte Computer ist in diesem Raum. That's very beautiful. So, nur der Typ macht halt eben auch noch ein paar Faxen. Die werden wir jetzt auch erstmal ausschalten. Er muss sich nur noch umdrehen. Oder ich mach's halt eben so. Oh, so, jetzt habe ich erstmal Ruhe. Karte umschreiben, ein bisschen schneller. Zugriff auf Waffenkammer und Fahrstuhl. Easy. 63095. Okay, 6 ist K. 3 ist E. War ja irgendwie klar. 0 ist P. 9 ist I. Und die 5 ist E. Kopie. Natürlich was falsch gemacht hat. Karte. Kopiekarte, wunderbar. Erledigt. Begebe mich zum Treffpunkt. Ich werde da sein. Das war der Alarm. Gut, dass alle schlafen. Guten Abend, Felix. Bring die Karte zusammen. Oh. Wir sind dem Raubüberfall einen Schritt näher. Wie sieht es so, dass hier nur überall Kameras sind, ne? So, ich bin aus dem gesperrten Bereich draußen. Tschüss. Guten Tag und tschüss. Bin zurück im Casino. Ein Drink wäre jetzt vermutlich keine schlechte Idee. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Dann geh direkt zur Bar. Oh, Alkohol! Schnaps bitte. Auf Eis. Kommt sofort, Signore. Hier, bitte sehr. Zum Wohl. Dankeschön. Danke. Bei dir in 3. 2, 1. Karte in der Hand. Ich gehe runter. Hey! Hier. Ich mach grad Pause. Charmant wie immer. Mit der Karte hast du Zugang zur Hochsicherheitsetage unter uns. Und niemand außer dem inneren Notazikreis darf da rein.